Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Victoria 2 Let's Play mit Brasilien. Und ja, nachdem wir im letzten Part leichte Finalisierungsprobleme hatten und uns hier auch aus dem Krieg zurückziehen mussten, dass nur Weißer Friede wurde und wir da relativ viel von unserer Armee verloren haben, hoffen wir mal, dass es diesmal etwas besser läuft. Und ja, wir lassen mal gleich mal die Zeit weiterlaufen. Und ja, wir haben ja am Ende des letzten Parts noch einen Kriegsgrund, die den Paraguay erzeugt. Und ich denke, die werden wir in diesem Part auch angreifen. Wir sehen, die verbindet mit Chile und Uruguay. Okay, Uruguay macht mir keine Angst. Chile, gehe ich davon aus, dass sie auf unserer Seite mitkämpfen. Und das sind auch bloß 5000 Mann. Jo. Dann könnten wir vielleicht mal zu den USA. Wollt ihr vielleicht Bündnis? Sie werden nicht akzeptieren, okay. Das ist immer unsere Beziehung. Was Frankreich will, sind Herzöge von mir aus. Warum auch immer. Wenn sie den Krieg mit Marokko, warum zahlt ihr bei mir Durchschnittsrecht? Marokko ist hier. Naja. Bin hier mein Franzosen. Apropos, ich nehme meine Beziehung nur zu euch. 60. Bündnis? Nö. Großbritannien, wie sieht's hier aus? Na, 30. Bündnis? Nö. Tja, ja. Haben keinen Bock drauf, nicht, okay. Jo. Oha, inzwischen sind wir auf Platz 7 der Welt in unserer Industriestärke von 1. Ja, man merkt schon. Brasilien, die Wirtschaftsmacht. Die Wirtschaftsmacht, die kaum Geld hat. Läuft. Schulden, naja, wir könnten unsere ganzen Schulden bezahlen. Das wäre, glaube ich, mal nicht schlecht. Sehr schön. Tja, ich hoffe, hier bald wieder alles auf Maximum fahren zu können. Aber dazu brauchen wir mehr Geld. Ich hoffe, dass diesmal auch die Musik nicht zu laut sein sollte. Na, und unsere Armee erholt sich langsam. Sehr schön. Ansonsten, was gibt es so für Kriege auf der Welt? Ja, Argentinien kriegt immer noch ziemlich das Nord von Bolivien und Peru. Und ja, Frankreich plättet Marokko. Okay. Ja, Spanien ist momentan die achte Großmacht der Welt. Ja, wenn wir Großmacht werden, wäre schon ziemlich geil. Und der einzige Weg dahin wird wohl über unsere Industrie führen, weil militärisch und prestigemäßig haben nicht viel zu bieten. Vor allem militärisch, 9 Punkte, wow. Wir haben 10 Infamie, okay. Inzwischen haben wir 2 Industriepunkte, sehr schön. Unsere kleine, aber feine Betonfabrik, die sogar ein bisschen Minus erwirtschaftet, aber okay. Ich habe noch eine Fabrik bauen, nein, aber kein Geld dazu. Die ist zu teuer. Gemeinsam halt nochmal was erforschen, dass wir mehr Fabriken bauen können. Aber momentan erforschen wir das Militärstabssystem, okay. Das können wir danach so erforschen. Ja, Marine. Das sollten wir irgendwann auch mal haben, damit wir unsere Küste, die ja ziemlich groß ist, lang, auch mal verteidigen können. Ansonsten hier, frühe klassische Theorie und Kritik. Ja, nicht schlecht, dann könnte man nämlich Sägemühlen bauen und Holz haben wir jede Menge. Das würde sich lohnen. Okay, jetzt haben wir noch so Handelsfreiheit, organisierte Fabriken, Kultur, Industrie, ja, Medizin wäre auch nicht schlecht. Für Versorgungsstimmels. Ja, mechanisierte Produktion wäre auch nicht schlecht. Und neue Zeitung, was ist los auf der Welt? Jo, Krieg zwischen Frankreich und Marokko. Okay, Argentinien fürchtet unsere Macht. Sehr schön. Ja, ist in Darmstadt. Hat was erfunden, okay. Und wir sind im Jahr 1840. Der Wahlkampf in Brasilien beginnt, das ist ja ganz toll. Okay, unser Visa. Ich würde sagen, wir machen Pause und erklären mal. Ja, was ist da? Paraguay, Krieg, Kernprovinzen. Genau, das wollen wir. Jawohl. Ja, okay. Das war der Beruf, wie sieht's aus? Chile will nicht, Kolumbien ist unwahrscheinlich, naja, aber trotzdem. Lass mal kurz weiterlaufen. Kolumbien macht nicht mit, Chile auch nicht. Chile kämpft auf der Seite von Paraguay und Uruguay. Das habe ich nicht erwartet, wir mobilisieren mal. Sicher ist sicher und wir müssen mal rein. Toll verbindetes Chile, echt. Kolumbien, kann sich auch gut drauf lassen. Nehmen das. Für sie, aber wir haben bei 6000 Mann die Verdichtung meint. Die
bei uns. Ja, nicht schneller als hier natürlich. Die haben auch mal mobilisiert. Gut, dann machen wir mal 6000 Mann fertig in Guara Guara. Oder wie auch immer man es ausspricht. Okay, das ist eben locker. Oh ja, die ersten mobilisierten Leute werden fertig. Hier dürfen wir schön nach Uruguay marschieren. Okay, hier ist noch dran. Machen wir noch die 3000 Mann da fertig. Oh, also fast 100% und mehr als, wie viele Leute sind das hier? Okay, die oben da drei. Okay, wir haben relativ wenig Leute, die wir mobilisieren können. Ist gut zu wissen. Na komm, mach einfach die Armeeverlagerung fertig. Viele sollten gar nicht erst jetzt durchkommen. Was soll ein Team, was soll ein Team? Fitness, oh ja. Wir müssen ein Team noch nicht erst die Meer verlassen, auch wenn sie gerade immer noch ziemlich aufs Maul bekommen von Bolivien und Peru. Kolumbien. Ach komm, wieder zurück, Bündnis. Ich hoffe, dass du euch diesmal auch mal dran haltest, wenn ich euch rufe. Okay. Na komm schon, Armee von Paraguay. Sieht keine Götter, genau. Hier marschiert man in Montevideo rein. Hier in Paysandú. Und ihr hier in Melo. Alter, wirklich die Armee von Paraguay nervt. Gebt die Zelle an. Genau. Okay, die machen dann Schnelligkeit 1 hoch. Eine Schlacht gegen Uruguay gewonnen, okay. Da haben wir nicht mal die Armee von Paraguay vernichtet. Ja, mal schön belagern. Da ist hier eine russische Flotte, was auch immer die hier rumkurft. Muss man nicht verstehen. Und die neue Zeitung. Ja, ist ja gut. Okay, wir gehen wieder eins runter von der Geschwindigkeit. Und die Forschung ist durch, okay. Ja, dann was da drauf als nächstes ist. Ich würde sagen, das mit den Schnitt halt hier. Frühe klassische Theorie und Kritik. Was habt ihr fertig? 10. November 1841, okay. Relativ schnell. Zeitung. Ja, top. Das dürfte die sein, ja. Was interessantes, Chile, unser bester Freund. Ein Beitrag in einer chilenischen Zeitung zeichnet ein Bild der freundschaftlichen Beziehung zwischen unseren Ländern. Unter Aufzählung mehrerer Beispiele friedlicher, auf Vertrauen und Freundschaft basierender Kooperation ist der Herausgabe uns als Freunde. Ja, tolle Freunde. Rufen wir zum Krieg? Nö, machen wir nicht mit. Hm, ganz tolle Freunde. Ganz tolle Chile. Okay, machen wir weiter. Ja, der Krieg sollte jetzt eigentlich schon gelaufen sein, weil Chiles Armee wird nicht kommen. Und ja, von Uruguay und Paraguay. Ist nicht mehr viel zu sehen, okay, da war jetzt 1000 Mann, aber noch mehr sind keine Angst. Das, okay. Wir wollen angreifen von der chilenischen Armee, die uns gerade fertig macht. Okay, das ist nicht gut. Die Schlacht haben wir verloren. Und die hat eben eine ganze Armee vernichtet. Ja. So wie zum Thema, Chile wird ja schon nicht durchkommen und kriegt schon gewonnen. Naja. Okay. Ach, weil die Konservativen in der Macht sind, das ändern wir eben. So eine Bewegung. Wahlrechtsbewegung. Ach, Wahlrecht. Ich habe ich. Auch mal nicht. Ich glaube, 35 der Welt auf Kreuzwahl. Militär 0 Punkte. Läuft. Naja. Die Anzeigen haben wir auch. Bastilos. Typhus, der üblicherweise durch die Aufnahme verseuchten Wassers oder Essens übertragen wird, war eine Folge schlechter Hygiene, beengter Lebensbedingungen sowie ineffizienter Abwasser- und Abfallentsorgung. Diese Krankheit gehörte im 19. Jahrhundert zu den tödlichsten Krankheiten überhaupt. Allein in Chicago starben im Jahr 1890 von 1 Million Menschen 174 an Typhus. Okay, sind 100.000. Diese Krankheit beginnt normalerweise mit leichtem Fieber und führt im Laufe einiger Wochen zu internen Blutungen, Delirium und kann tödlich enden. Obwohl Verbesserungen bei der Abwasser-
und Abfallentsorgung die Krankheit in der entwickelten Welt mehr oder weniger auslöschen konnte, wurde im Jahr 1840 trotzdem ein brasilianischer Staat Zeug zerbricht, Leute sterben, alle Bevölkerung, trotzdem Staat unter Quarantäne stellen, ja, warum alles? Ich glaube nicht, unsere Leute hier alle sterben. Ein Typhus. Okay, die Parkbahn, die haben jetzt noch 20.000 Mann. Wir haben nur 10.000 Mann, das macht mir etwas Angst. Wir bauen noch Einheiten. Zwei Mann, Infanterie, eine Artillerie, eine Kavallerie. Ja, das kostet uns einiges. Das ist alles sowieso, was man braucht. Die Handfeuerwaffen und Konserven und so. Aber wir können es uns jetzt gerade leisten. Auch wenn es relativ knapp ist. Weltmarktpreise scheint ziemlich hoch. Ja, sieht so aus, okay. Okay, wir haben fast ganz hoch reingelagert. Sehr schön. Ja, 0% noch. Militärische Stärken. Gibt's für uns nur. Lustig. Jetzt ein wenig mal zusammenfassen. Die Reichskommandanten. Die bleibt auch ein bisschen haben. Nur ihr habt wirklich guten. Und wir haben Montevideo erobert. Die Hauptstadt von Uruguay. Das haben wir jetzt erwähnen hier mal. Und da haben wir schon die nächste Provinz erobert. Jetzt mal die hier. Über die Frieden, weißen Frieden, den lehnen wir ab. Zwei zusammen. Jetzt machen wir die Truppen, ja. Artillerie fehlt zur Artillerie. Kavallerie wieder rein, gerade besorgt, okay. Artillerie scheint es momentan nicht so gut zu geben, aber wird. Morgen, das ist wieder rein. Und da sind wir schon wieder 1841. Mensch, die Zeit vergeht. Unsere erste Infanterieeinheit ist wieder da. Die geht nach Rio de Janeiro. Der Rest von Uruguay. Nein, Uruguay kriegt hier ein weißes Team. Unsere zweite Infanterieeinheit ist da. Die auch nach Rio de Janeiro. Na, Kavallerie fährt zum Uruguay. Artillerie, ein bisschen Artillerie. Jetzt wird der Artillerie aufgebaut, okay. Kavallerie wird dann auch nach Rio de Janeiro gebaut, sehr schön. Nein, noch zwei. Können wir noch ein bisschen kriegen. Alle Team uns immer noch verlieren. Die Bolivien und Peru. Okay. Ja, obwohl wir wissen, dass es weiß und kriegen wird. Sieht Europa und was interessant ist. Ja, französische Afrika. Sieht man schön hier so, wie man sieht, Südost-Marokko gekrallt. Ansonsten, vielleicht bei euch noch relativ friedlich. Ja, Russland hat den ersten Industriepunkt. Wir sind besser als Russland. Ja, ich bei uns würde ich sagen. Und nur etwas schlechter als Österreich. Kann ich drüber sehen lassen. Das ist mal eine Ukraine Industrie, okay. Spanien hier auch nicht. Okay. Ermutigte Arbeitslose. Ich bin bei allen Arbeitgebern noch Glück gewesen, aber ich scheine einfach kein Glück zu haben, Sir. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann schlechten Haare leben und mir das Gras um die Füße wachsen lassen. Meine Familie verlässt sich auf mich als Brotverdiener, aber was soll man machen, wenn es keine Arbeit gibt? Arbeitslose, wie die Gläubiger zahlreich sind. Und viele aus den ärmeren Klassen haben Probleme mit dem glücklichen Leben. Und, man nennt es ja nicht ohne Grund, aber kann man dafür zu viel Rückfragen und dann trauen wir machen lassen. Wir müssen ein bisschen was tun für unsere Arbeitslosen. Und probieren wir nicht Rückfragen hier machen. Und ich wollen auch nicht. Aber recht wollen wir nicht. Das ist eine Entscheidung hier. Wir haben uns ja freiwillig.